Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Anne-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr einen Screenshot bei dem Motorola Moto G53 machen könnt. Die erste und wahrscheinlich ja, bekannteste Variante ist hier einfach auf den Leiser-Knopf und den An- und Aus-Knopf gleichzeitig zu drücken. Dann wird hier ein Foto gemacht. Ihr habt aber auch noch eine zweite Möglichkeit und zwar müsst ihr drei Finger auf den Bildschirm legen, eine Sekunde eben warten. Und dann wird da auch ein Bildschirm gemacht. Ihr könnt jetzt darauf klicken, einmal auswählen, womit ihr das öffnen wollt. Und dann, okay, könnt ihr das hier weiter bearbeiten. Ihr könnt das hier zuschneiden, ihr könnt es anpassen, ihr könnt einen Filter drüber legen, ihr könnt darauf malen und dann einfach als Kopie speichern. Das ist also, wie ihr einen Screenshot erstellt auf dem Motorola Moto G53. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!